Ja, ausgezeichnet, oder? Artefakt des Lebensspenders. So, damit fehlen uns nur noch drei. Die sollten wir doch auch noch irgendwie kriegen, glaube ich. Bin ich zuversichtlich, dass wir das hinkriegen. Ja, sehr gut. Okay, ansonsten haben wir, glaube ich, jetzt in den Chozo-Ruinen, wenn ich mich nicht täusche, alles erledigt. Ich hoffe es. Ich überlege gerade nochmal. Fällt aber so erstmal nichts mehr ein. Nee, eigentlich, ja. Ist eigentlich alles erledigt. Würde ich jetzt spontan sagen. Okay, dann können wir uns jetzt aufmachen, entweder in die Höhlen von Markmoor oder in die Eiswüste. Höhlen von Markmoor fehlt auch nicht viel. Fällt jetzt da nur eine Missile Expansion ein, die wir uns da jetzt holen können. Ja, unsere Vorräte sind ruckzuck jetzt aufs Höchste aufgefüllt. Das sieht doch alles sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. Volle Energie, alle 200 Missiles, die wir momentan tragen können. Technologie haben wir alles eingescannt jetzt, okay. Piraten fehlt uns noch ein Eintrag. Chozo haben wir alles. Ja, wir sind bei 94%. Das meiste, was uns da natürlich fehlt, sind noch Gegnertypen, denen wir bisher noch nicht begegnet sind und noch nicht begegnen konnten. Ich hoffe, das langt, dass wir da alles kriegen. Naja, wir werden es aber dann später sehen. Irgendwann mal. So, ja, okay, dann machen wir uns jetzt auf zu den Höhlen von Markmoor. Ich bin mir ziemlich sicher, hier in den Chozo-Ruinen haben wir alles geholt, was wir da holen konnten. Ja, okay, können wir uns dann mal hier weiter aufmachen. Die Missile Expansion in den Höhlen von Markmoor, die ist auch mehr in dem Anfangsgebiet drin, deswegen passt das eigentlich mit diesem Aufzug auch ganz gut her. Die meisten werden wahrscheinlich auch schon wissen, um welches sich da handelt. Hatte ich ja schon. Die hatte ich ja schon mal gezeigt, sogar, wo die sich befindet. Das Problem war halt, da sind ein paar unsichtbare Plattformen, die wir nur mit dem X-Ray-Visor sehen können. Aber den haben wir ja nun und von daher sollte das auch kein Problem sein. Wir gehen trotzdem nochmal eben eine Runde speichern, wie wir das immer tun. Ist ja ganz klar. Ja, und dann anschließend, ja, müssen wir uns dann noch zu dem zu der Eiswüste aufmachen, in dem zweiten Teil davon. Da ist noch einiges zu holen, was wir bisher noch nicht einsammeln konnten. Aber das kriegen wir auch noch hin. Ich glaube, dass... Ach du Scheiße, jetzt bin ich in den dämlichen Marken reingesprungen. Ich glaube, dass mit den 200%, das ist auf einem verdammt guten Weg. Aber ich will noch nicht zu früh feiern, denn noch haben wir sie nicht im Sack. Ob wir die 100% an Scans kriegen, das wird sich auch erst
ganz kurz vor Schluss des Spiels entscheiden, wie man sich vielleicht denken kann. Ach, verdammt nochmal. Blöder Käfer. Ach Mensch, ey. Das macht mir doch nicht mal das scheiß Leben so schwer. Ist echt kein Bock, hier eine Powerbombe zu zünden. Ich weiß nicht mal, ob die ihn so töten würde. Die sterben ja nur, wenn die diese Bombe halt auch greifen. Aber was soll's. So, hier ist der Raum, wo diese Missile-Expansion sich befindet. Hatte ich ja schon ein paar Mal gezeigt, da in dieser Säule. Da hinten sieht man sie. So, und jetzt nehmen wir den X-Ray-Visor und sehen jetzt auch hier diese Plattform. So. Und dann gehört das Ding jetzt uns. So, ich glaube, sonst in den Höhlen von Magmor fehlt uns auch nichts mehr. Wenn ich mich nicht täusche. Das heißt, dass wir dann eigentlich direkt zur Eiswüste weitergehen können. Da haben wir ja im ersten Teil... Ich glaube, da haben wir auch alles hergeholt, was geht. Würde ich jetzt spontan eigentlich so sagen. So, das war da eigentlich auch besser den... Ist eigentlich egal, ob wir jetzt den ersten oder zweiten Transporter nehmen. So, weg mit dir. Das wäre dann, ja, der da hinten. Ja, ich glaube, diesmal gehen wir mal den anderen Weg dieses Mal. Wir haben ja schon alles dahergeholt, was uns noch in der, wie gesagt, was uns da in dem ersten Teil der Eiswüste da fehlte, haben wir da schon alles hergeholt. Von daher reicht das vollkommen aus, dass wir hier lang gehen. Gieß mir jetzt nicht auf die Nüsse. Gieß mir auch nicht auf die Nüsse. Kriegst da auf selbige einen drauf. So, ich glaube, Powerbomb Expansion fehlt uns auch nur noch eine. Ich meine, mehr als 8 konnte man, glaube ich, nie kriegen. So, das ging in die... Das war die Talon-Oberwelt. Ja, müssen wir noch ein Stück weiter gehen. Ja, macht ja auch nichts. Ich glaube, bei beiden Wegen würde sich jetzt nicht so viel tun, ob wir jetzt den ersten Transporter nehmen oder direkt den hier... Der bei der Kammer von Thardos. Da ist, ich glaube, beide Wege wäre. Ich glaube, der eine Weg wäre jetzt nicht kürzer als der andere. Kann mich auch irren, ist ja jetzt auch nicht wichtig. Haben wir beide Wege mal genutzt. Beim letzten Mal den anderen Weg. Dieses Mal diesen hier. Aber egal. Wir nehmen zwar durch den Gravity Suit immer noch Schaden in der Lava, aber wir können uns da besser rausbewegen. Von daher ist es jetzt auch nicht so schlimm, wenn wir da jetzt einmal drin landen. So, jetzt sind wir hier wieder in dem Raum, wo wir vorhin noch den Plasma Beam geholt haben.
So, und dann sind wir jetzt hier in dem mit unserem schönen Jetpack-Piraten, wo dann ja auch schon der Transporter ist. Oder neben dem Raum da oben. Vielmehr. ne, falsche Waffe. So, die können wir einmal alle schön einfrieren. So, und dann... Ja, okay, speichern wir ruhig nochmal ab. Warum nicht? Warum auch nicht? Schade nie. Gut, so, und dann nehmen wir diesen Transporter in die Fendrana Drifts, heißt es im Englischen, glaube ich, ne? Der Teil dort. Ja, auf jeden Fall, da sind wir jetzt. Wir waren schon mal da, mussten da vieles liegen lassen, als wir damals den Gravity Suit da hergeholt haben. Aber jetzt können wir alles uns hier holen, was es hier noch gibt. Wir müssen auch gleich nochmal einen kleinen Umweg nehmen von hier aus, und da holen wir uns aber hier erstmal den vorletzten Energietank. So, bis wir den letzten kriegen, das wird noch ein bisschen dauern. Ich weiß auf jeden Fall, wo er liegt, keine Bange. Ja, wir müssen gleich nochmal einen Abstecher machen in das Labor der Weltraumpiraten. Da gibt es auch noch was Wichtiges für uns zu holen. Aber das ist ja von hier aus auch sehr gut erreichbar. Also ich könnten wir eigentlich direkt als erstes hingehen, oder? Macht ja eigentlich nur Sinn. Ja, machen wir mal direkt als erstes. So, hier ist nämlich auch noch eine Sache versteckt. Die konnten wir bisher uns noch nicht unter den Nagel reißen. Weil uns da auch natürlich wieder die passende Ausrüstung gefehlt hat. So, der Hinweg dahin, der wird ein bisschen länger dauern als der Rückweg. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Das macht auch Sinn, weil auf dem Rückweg müssen wir ja nur diesen ganzen Raum wieder nach unten springen. Jetzt müssen wir ihn dummerweise, müssen wir hier die ganzen Wege nach oben gehen. Ja, komm. So, weg mit dir. Bist doch kein Gegner mehr für uns. Da schießt irgendwo noch so eine scheiß Selbstschussanlage. Noch eine. So. Den nehmen wir auch noch mit. Nix weiter als Kanonenfutter für uns. So, genau wie du. Ah ja, natürlich. Drohne, dafür nehmen wir unseren schönen Plasma-Beam. Der kann dich nicht sehr viel entgegenzusetzen. So, unser Ziel ist diese Außenterrasse. So, jetzt noch durch diesen Laborkomplex hier durch. Ach scheiße, ist auch alles voll mit den Selbstschussanlagen. So, wechseln wir auf den Plasma-Beam. Der macht zumindest mit dem Piraten schnellen Prozess. Sind wir ja auch schon gleich bei dem Aufzug, der uns da nach oben führt. Wie gesagt, die Terrasse, das ist unser Ziel. Da ist der Aufzug, genau. Der Rückweg, der geht ein bisschen schneller.
wie klar sein dürfte. So, hier sind jetzt auch noch ein paar von unseren fliegenden Freunden. Die können halt auch nie genug kriegen. Werden am Fließband ausgebildet und genauso schnell am Fließband von einer einzigen Person, der härtesten Frau im Universum, getötet. Kommt auch noch ein Nachschub wieder. So. Alles Banane. So, dann können wir jetzt hier oben in diesen Turm springen. So, dieses zugefrorene Glas, dafür brauchen wir den Plasma-Beam, um da durchzukommen. Und da müssen wir jetzt einmal einen Missile da auf diese Anlage da feuern. Ja, da sind Treibstoffzellen angebracht mit Radion. Und ist instabil. Schießen wir einen Missile drauf, dann bricht das ganze Ding zusammen. Ja, das machen wir nicht nur, um die Weltraumpiraten zu ärgern, also natürlich deswegen auch. Aber die Weltraumpiraten, die beherbergen da noch etwas, was wir ihnen jetzt mal einfach gleich schnell abnehmen werden. So, hier hat sich nämlich dadurch so ein kleiner Spalt geöffnet. So, und da seht ihr ein weiteres Chozo-Artefakt. Das Artefakt der Ältesten, das haben sich die Weltraumpiraten unter den Nagel gerissen. Haben wir ihnen jetzt mal kurzerhand abgenommen und dann sind es nur noch zwei Stück, die wir brauchen. Ja. So, jetzt, ich vergesse hier jedes Mal immer wieder diesen Scheißweg nach draußen. Ich glaube, das war einfach hier oben irgendwo lang, ne? Ja. Genau. Ich vergesse das manchmal echt immer wieder, wie man aus diesem Scheiß hier wieder rauskommt. So, aber da haben wir es auch schon. Gut, okay, das war eigentlich dann schon unser ganzes Business hier. Jetzt brauchen wir für den Rest des Spiels dieses Labor der Weltraumpiraten nicht mehr aufsuchen, was eine gute Sache ist. Ja, haben wir, denke ich, auch genug von gesehen. Dann können wir uns jetzt erstmal wieder aufmachen zurück in die Eiswüste selbst, da in den Gebieten dort gibt es noch ein paar Sachen für uns zu holen. Auf dem Weg zu 100% natürlich unabdinglich, wie jedes Item. Habe ich jetzt auch gefühlte 3000 Mal gesagt, aber naja, ist ja auch egal. So, ich denke eigentlich, so viel kann da jetzt eigentlich nicht mehr schief gehen. Ich bin mal vorsichtig, weiterhin vorsichtig optimistisch. So. Oh, haben wir beide auf einmal erwischt? Ja, tatsächlich. Cool. Ich glaube, das ist mir auch noch nie passiert. Naja, so, hier können wir jetzt erstmal schön nach unten springen. Diesen ganzen Raum müssen wir uns nicht mit rumärgern. Und dann sind wir auch schon wieder draußen. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, müssen wir jetzt nur noch mal hier genau überlegen, dass wir hier auch nichts übersehen. Wir gehen erstmal ganz runter, würde ich sagen. Genau. Mal gut auf die Hintergrundmusik hören, ob irgendwo so ein Rauschen zu hören ist. Ich glaube aber hier war das noch nicht. Das ist eher in den größeren Räumen. Also wir müssen auf jeden Fall nochmal in den Gravitationssee. Da hatten wir ja auch schon letztes Mal diese Dinges da gezeigt. Die Missile Expansion. So, nee, hier ist nicht dieses fliegende Ding. Da müssen wir nämlich auch nochmal hin. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal gezeigt, dass da was in dem See drin war, als wir das letzte Mal hier waren.
So, ja genau, das ist noch nicht dieser Raum hier. Gehen wir erstmal hier oben lang, da kommen wir eigentlich am schnellsten zu dem Gravitationssee hin.